Marie aus Paris. Sie ist wieder da. Französisch, frech und FFH. Apotheke am Südbahnhof, Herde, schönen guten Tag. Bonjour, guten Tag, hier ist Marie aus Paris. Excusez-moi, ich spreche nicht so gut Deutschland, aber ich habe eine Frage. Ja. Ich habe gehört, bei Ihnen es gibt Pariser, stimmt das? Pariser, ja. Weil ich will wieder Französisch, Sie wissen schon, was ich meine, dafür ich brauche Pariser. Ja, wir haben halt unterschiedliche, normale, farbige, feuchte, sowas in der Richtung. Feucht? Ja. Wie viele haben Sie? Auch ganz viele. Also es gibt es halt entweder mit 10 oder mit 20 oder mit 4 Stück. Stück? Ja. Wie oft treffen die sich? Weil ich wollte Moment, dann haben wir ein Problem. Wieso? Sie meinen Pariser als Person, also Leute aus Frankreich. Ja, ich wollte machen ein bisschen, wie sagt man auf Deutschland? En français, en Frankreich, wir sagen Konversation machen. Also ein Treffen. Ja, genau, wo man kann ein bisschen einen Wein trinken, Rotwein lecker. Ach so, nee, dann muss ich passen, also davon weiß ich nichts. Aber Sie haben eben gesagt, Sie haben Pariser. Ja, aber ich dachte ja, das war ein Missverständnis, ich dachte, Sie meinten Kondome. Ah, was sind Kondome? Für die Verhütung, also beim Sex. Mon Dieu, das ist Präservativ? Genau. Und die heißen halt auch irgendwie Pariser. Mon Dieu. Ja. Das ist ja, oh non, jetzt werden sie aber ganz schön, oh lala. Also wissen Sie, wenn wir machen Liebe in Frankreich, wir nehmen doch auch nicht Marburger. Das kommt jetzt nicht von mir. Hallo? Ich kann dazu nichts. Okay, aber ich bedanke mich wirklich sehr für Ihre Aufklärungsarbeit. Ja, gerne.